Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Pickups. Es gab so viel Neues in der Sammlung. Ich glaube, dass ich noch Sachen sogar gekriegt habe, die ja ich irgendwo anders hingelegt habe und jetzt gar nicht mehr weiß, was neu war und was nicht neu war zum letzten Pickup-Video. Ich muss auch zugeben, das letzte Pickup-Video habe ich vor knapp 4-3 Monaten oder so gemacht und das ist wahrscheinlich sogar Stuff, was schon noch länger alt ist. Wie dem auch sei, so, jetzt erstmal ein Intro. Alles Mögliche hat sich angesammelt. Ich habe jetzt hier Mangas, ich habe Comics hier, ich habe Toys hier. Und nur nicht Computerspiele, das wird wieder ein separates Video. Das muss ich aber auch noch aufnehmen. Da hat sich auch einiges getan. Das geht nicht anders zu separieren. Aber hier, ja, es hat sich so einiges getan. Dazu muss man aber auch sagen, es war ein längerer Zeitraum. Viele Sachen sind auch vorbestellt gewesen. Hier sind einige Spielzeug-Sachen oder Star Wars-Figuren, die ich euch zeige, von Hasbro Pulse. Die sind vorbestellt worden, teilweise schon vor einem Jahr. Zur Abweide Ankündigung sozusagen haben wir sie bestellt und dann haben wir sie jetzt bekommen. Ja, und so hat sich jetzt einiges angesammelt. Manches eben, wie gesagt, das ist über einen längeren Zeitraum und mal ist es mehr, mal ist es weniger. Und ja, es ist trotzdem eine ganze Reihe schöner Sachen. So, und womit fange ich am besten an? Ich fange am besten mit Hörspielen an. Ich habe eine neue 3-Fragezeichen. Ich habe natürlich auch die Nummer 227 davor gehabt. Ich glaube, die habe ich im letzten Video gezeigt. Und wenn nicht, tut mir leid. Ich sage ja gerade, ich habe da so manchmal durchs Benutzen auch inzwischenzeitlich, weil ich warte so ein bisschen, dass ein bisschen was da ist. Versuche ich nicht zu vergessen, was ich noch nicht gezeigt habe. Jedenfalls ist es gar nicht so einfach, auch wenn man die letzten Videos kontrolliert, dann nochmal, trotzdem vergisst man das, was so war. Egal, jetzt lange Ausrede, kurzer Sinn. Ich habe neu 3 Fragezeichen, 228, Der Ruf der Krähen. Eine sehr interessante Geschichte um Krähen, die vielleicht zu intelligent sind. Eine richtig spannende Geschichte. Auch mit guten Sprechern, wie immer. Also, kann ich auch wirklich sagen. Ja, dann gab es einige Mangas neu in meiner Sammlung. Ja, habe ich alle, ja. Und zwar, ich kann sein, dass ich eins hier vielleicht euch schon mal gezeigt habe von, aber ein anderes, egal. Ich zeig's. Und wenn es doppelt ist, die sind cool genug, weil ich lese sie auch alle. So, fange ich an mit InZero 24. Ich habe, glaube ich, 22 gar nicht gezeigt, 23 im letzten Video und irgendwie habe ich gemerkt, ich habe 22 gar nicht gezeigt. Aber egal, habe ich auch. Ich habe natürlich vollständig alles. Ebenso habe ich auch schon gelesen, Killing Bites Nummer 20, auch eine richtig schöne Geschichte, wie immer. Ich habe ja meine paar Favoriten. Das neue One Piece Manga erscheint noch, habe ich gar nicht dabei. Hier habe ich jetzt den Four Nights of the Apocalypse von Seven Deadly Sins Nummer 9. Fairy Tail Nummer 14 müsste ich euch auch noch nicht gezeigt haben. 100 Jahre Quest, was ich richtig cool finde, da ist ja jetzt die Anime-Serie gestartet. Bin richtig begeistert davon, obwohl ich habe sie noch nicht gesehen, ich weiß aber, dass es sie gibt. Und auf Crunchyroll soll sie jetzt auch demnächst in Deutsch schon starten, während des Ganzen ist, auch noch in Japan läuft. Ich bin mal sehr gespannt, ich freue mich schon sehr drauf. Ja, dann ganz frisch eingetroffen, eigentlich einen Tag oder 2 Tage, bevor dieses Video aufgenommen wurde. Ich nehme es heute am Sonntag auf und es war an dem Freitag, da habe ich bekommen Detective Conan 104, auch richtig gut. Gerade gestern Abend noch durchgelesen, richtig spannende Geschichten wieder dabei. Dann habe ich noch 2, aber ich glaube, die 25 habe ich schon gezeigt, 25 und 26 von Tri-Age X, auch eine richtig gute Action-Agentenserie. Um Fantasy-Verschwörung natürlich ab 18, deswegen in oder ab 16, deswegen schon in Folie eingepackt. Und hier haben wir Nummer 26. Muss ich noch lesen, wenn sie in Folie eingepackt ist, logischerweise müssen noch gelesen werden. Ja, und dann hat mich ein Buch noch. Ja, das Buch kommt gleich. Wir sind bald Mangas, da muss Comic her. Comic haben wir 1 neu, das hat mein Bruder gekauft, aber ich habe es auch schon gelesen. Und zwar die Schlümpfe 41, Gargamel, der Freund der Schlümpfe. Ja, die Schlümpfe und Gargamel müssen sich mal für ein Abenteuer zusammentun. Sehr interessant erzählt.
Hier wird noch jemand anderes aufmerksam auf die Schlümpfe und sie müssen sozusagen sich mit Gargamel zusammentun, denn der will ja der einzige Jäger der Schlümpfe bleiben. Und damit der Frieden sozusagen zwischen den beiden oder dieses Ganze gewahrt ist. Ja, Zusammenarbeit. Richtig interessant, meine neue Idee. Eben halt, ja, recht unterhaltsam. Man muss aber auch dazu sagen, es ist eine andere Zeit. Also die klassischen, die haben immer noch einen Charme, das erreichen die neuen nicht. Die neuen sind unterhaltsam, haben doch nette Ideen, aber das gewisse, vielleicht weil man nostalgisch aufgewachsen ist, das fehlt manchmal so. Astronautenschlumpf und so weiter, das waren Hammerdinger. Schlumpf, Wissimus, der König der Schlümpfe, Blauschlümpfe und Schwarzschlümpfe und so weiter. Das sind so ein paar Klassiker. Manches sind vielleicht auch so ein bisschen von der Art und Weise, von der Story, bisschen schwieriger, was man heute nicht mehr machen würde, aber immerhin sehr, sehr schön detailliert und es macht auch sehr viel Spaß. So, jetzt noch ein Buch. Ich habe auch nur ein Buch neu. Ja, aber trotzdem lese ich noch Bücher. Aber die meisten Bücher, die ich lese, sind 3 Fragezeichen-Bücher. Die habe ich vom Flohmarkt und die zeige ich euch ja dann in den Flohmarkt-Pickup-Videos. Aber ich bin ein großer Captain Future-Fan und da gibt es neuen Lesestoff in Bezug auf den Autor Alan Steele, der sich die Rechte gesichert hat und diesen Roman in diesem speziellen Eigenpublishing rausgebracht hat. Er ist in Englisch. Lost Apollo ist der 5. Roman. Naja, kann man nicht ganz sagen. Es ist im Endeffekt der Auftakt des 2. Romans, wenn man so will. Der erste Roman, des 3. Romans, denn der erste Roman, der war die Einführung. Der ist auch in Deutschland bereits erschienen beim Golconda Verlag. Rückkehr des Captain Future, genau, habe den Titel gerade nicht im Kopf im Deutschen. Jedenfalls, weil ich es auch gerade spontan erzähle. Jedenfalls, der ist im Deutschen erschienen und dann gab es die Rückkehr von Kulun, so was man sagen will, den Erzfeind von Captain Future. Das war in 4 solchen Büchern erzählt, die gesamte Geschichte. Deswegen ein Buch in 4 Teilen. Hier wird es ähnlich sein. Lost Apollo ist der Auftakt eines größeren Epos. Ja, ich muss dazu aber auch sagen, ich habe es noch nicht gelesen, aber grundsätzlich ist das nicht ganz vergleichbar mit dem klassischen Captain Future von Edmund Hamilton, weil er mischt so ein bisschen mehr Realismus rein, der mir manchmal zu realistisch ist. Das ist der Original war mehr Space Opera à la Star Wars und das ist so ein bisschen mehr versucht zu real hier und da zu sein und dadurch funktioniert es nicht immer und dem fehlt der gewisse Charme. Aber der Witz ist dabei, während wir Europäer diese Space Opera lieber mögen, in Amerika kommt eben halt dieses andere etwas besser an. Unterschiede. Na jedenfalls, für meine Captain Future Sammlung war das unabdingbar. Ja, und jetzt kommen wir schon dazu, dass ich euch die ersten Toys zeige. Und das ist einiges. Mit Filmen kommen auch noch, die zeige ich euch aber am Schluss. Die habe ich mich gerade hier so ein bisschen zugestellt, damit ich euch die ganzen Toys zeigen kann. So, mit Toys fange ich mit Playmobil an. 2 kleine Playmobil-Figuren haben mich erreicht, aber über meine liebe Schwester. Die hat sie bei Edeka mit Punkten eingetauscht, gab es zur EM. Vielen Dank, Grüße an dich, liebe Schwester. Und zwar habe ich von dieser 50 Jahre Playmobil DFB Stars Edition mir jetzt 2 ausgesucht. Ich wollte noch einen 3. haben, Toni Groß, aber ich habe jetzt hier Joshua Kimmich. Ja, so in der Packung drin. Ich packe sie auch nicht aus, also bleiben bei mir so. Und Thomas Müller. Für mich einer der legendären Spieler mittlerweile von der deutschen Nationalmannschaft. Ja, hatte jetzt überlegt, noch ein paar mehr. Es gab ja fast die ganze Mannschaft und so ein paar extra. Manuel Neuer kam mit einem Tor, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Und ich wollte sie so sammeln. Hier steht ja auch eine Figur. Ein Ball ist immer dabei. Weil das sind, die gibt es ja nur jetzt, gab es nur jetzt zu dieser EM. Man muss sich auch nochmal versprechen. Und das sind natürlich schon was Besonderes. Auch hier ist sogar leider was besonders eingerissen. Aber egal. Fällt mir nur gerade ein. Ja, hier so ein Cut. Aber egal, das ist nicht schlimm. Da wurde gerade garantiert das Display aufgemacht. Hier ist auch so ein angedeuteter Cut oder wie dem auch sei. Das sind halt Sammelstücke. Ja, und deswegen habe ich gedacht, nehme ich sie mit. Manche auch nicht alle Tage. Und ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan. Ich gucke ganz gerne mal hier in der Fußball. Sammeln tue ich vom Fußball sonst nichts. Aber das war schon so was Besonderes, was ich gesagt habe. Für ausgewählte Spieler, mit denen ich auch über die Jahre sozusagen was verbinde, nehme ich es gerne mit. Ja, und dann kann ich euch eigentlich schon
das nächste an Toys zeigen, und zwar Lego. Lego, ja, das wären hier richtige Brecher, die kann ich auch hier nicht auf dem Tisch stehen lassen. Jedenfalls nicht alle. Fangen wir an mit einem Set. Also alle sind von Hasbro Pulse, nicht Hasbro Pulse, von Lego, vom Lego Store, wo mein Bruder sie bestellt hat. Als Anfang nehmen wir Mos Espa Podrace, dieses Diorama von Anakin Skywalker aus Episode 1. Auch richtig schön. Wie ihr hört, es ist noch nicht gebaut. Das kann ich hier auch vorsichtig hinstellen. Und dann kommen gleich zwei ganz große Sets. Ich fange erstmal mit kleineren Kram an. Als Bonus, wenn man bestellt hat, noch mit den anderen Sets, gab es noch diese Sondersets, so ein kleines Star Wars Panzer. Und hier haben wir den TIE Interceptor. Auch richtig cool. Und dann gab es noch so einen Bestellbonus. Das ist hier in so einem Band drin. So, wie könnt ihr hier sehen. So ein Bestellbonus. Das ist das Schöne immer dabei. Es gibt Bestellbonusse. Ich habe hier auch noch ein Lego-Set, was als Bestellbonus dabei war. Das zeige ich euch auch gleich. So vorsichtig aufgemacht. Und dann kann man das so aufschieben. Und dann ist so eine Lego-Münze dabei. So wie vom Todessternanflug. Richtig cool. Ja, so als ob Darth Vader gerade Luke im Ziel hat. So sieht das aus, so eine Münze. Richtig cool gemacht. Ich werde auch noch mal ein Foto davon machen und das euch dann hier direkt einblenden, weil es ist, glaube ich, so, wie ich es in die Kamera gezeigt habe, trotzdem schwer zu sehen. Na, lassen wir das Band erstmal. Genau. Und als Bonus gab es auch noch dieses Set. Das gab es auch nur, wenn man bestellt hat zu einem bestimmten Wert. Dann gab es gratis. Ansonsten gibt es das nicht regulär im Kauf. Dieses Set mit den Klon, nicht Klontruppen, soll ich sagen, mit den Druiden. So ein Druidenschiff mit den ganzen Soldaten. Einerseits schade, muss ich sagen, im Nachhinein, dass es das nicht regulär gibt, denn im Endeffekt weiß ich, dass viele ja auch Dioramen bauen und hier so viele Druiden auf einmal zu bekommen, ist natürlich ideal, wenn man dann gerade solche das Set hat. Deswegen ein bisschen schade, dass sie das nicht regulär rausgebracht haben. Gut, so, dann habe ich jetzt hier zwei richtig große, die werde ich dann aber auch hier vom Tisch nehmen. Und zwar fange ich an mit der Ghost. Die Ghost aus Mandalorian bzw. aus Rebels. Schaut euch die an, die sieht richtig cool aus. Sind auch richtig viele Figuren dabei. Hier haben wir jetzt Hera Syddulla, Jaden Syddulla und natürlich auch Chopper. Dann haben wir hier den First Officer Hawkins und Lieutenant Beta. Das sind die Figuren, die wir aus Ahsoka gesehen haben. Ist ein bisschen bunt, finde ich, gemacht, die Ghost, aber richtig cool, ist ein richtig schönes Stück zum Spielen sozusagen. Aber für einen Star Wars Fan, da durfte es nicht in der Sammlung fehlen. So, das ist zu groß und es kommt zu viel, deswegen nehme ich sie wieder vom Tisch runter. Und das nächste ist gewaltig, auch wieder so ein Megaset. Und als der klassischer Star Wars Fan durfte dieses Sondermodell vom TIE Interceptor auch nicht fehlen, ihr seht. Mal sehen, was mein Bruder da als nächstes bastelt. Auch richtig cool. Ja, das sind schöne Megasets. Und ja, da freut man sich richtig, die ja, zu basteln. Oder ich schaue zu, mein Bruder baut sie halt ganz gerne. So, weiter geht's jetzt auch mit Toys. Wo wir bei Star Wars sind, da greife ich auch zu Star Wars gleich weiter. Mein Bruder war hat bei Hasbro Pulse, was ich schon erwähnt habe, auch über längeren Zeitraum bestellt. Und da sind eine Menge Star Wars Figuren nun in der Sammlung hinzugekommen. Und zwar habe ich hier jetzt eine Reihe von Figuren. Ich greife mal ein paar und die zeige ich euch dann in die Kamera. Und zwar hier haben wir Clone Commander Rex aus The Bad Batch. Und hier ein klassisches Prinzessin Leia Organa. Die sind eben halt immer noch sehr schön klassisch aufgebaut, wie damals schon aus den 80er Jahren, ein richtiger Vintage-Style. Die Figuren sind aber ein bisschen moderner bemalt, mehr Farben, mehr Details. Und das macht es auch schon ganz gut. Hier ist leider so ein bisschen von den Kartons, so von der Produktion, die sind sehr frisch natürlich im Druck und dann werden sie aneinander gepresst und dann bleibt so ein bisschen was
ja, Spuren übrig. Es ist nicht immer schön, das Ganze. Eine Figur wurde auch mal bei meinem Bruder ausgetauscht. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier bei habe, noch. Die eben halt leider dadurch einen Abriss hatte, weil es gegengeklebt war. Liegen so in den Kartons, relativ frisch. Und dann kann natürlich passieren, dass so ein Druck oder hier noch eine Wärme ist, dass dann sich irgendwas kaputt geht. So, also hier haben wir Luke Skywalker als Pilot. Auch richtig cool, wenn man sich bedenkt, das hatten wir früher nicht. Waffe zwar, die ist jetzt wohl noch filigraner als früher in den 80ern. Mit Helm abnehmbar, der wirklich nach dem Helm aussieht. Und sehr viel mehr Details. Schläuche können wirklich rumhängen. Und das ist ja schon recht cool. Und wie gesagt, die werden, ihr seht, nicht ausgepackt, die werden auch so direkt gesammelt. So, und hier haben wir von The Mandalorian aus die Version von The Mines of Mandalore. Mando. Gibt es auch schon so viele Variationen, aber muss mal sein. Mit dem Darksaber, logischerweise. Ja, dann habe ich hier noch in einem Karton noch ein paar weitere Figuren. Achso, hier sogar noch ein Lego. Das zeige ich euch gleich. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Hier noch was anderes, das zeige ich euch gar nicht, weil das sind Computergames. Die kommen in einem anderen Video dann vor. So, hier haben wir den nächsten. Cal Kestis aus Jedi Survivor. Im imperialen Outfit. So, dann haben wir hier Ezra Bridger, hier die Hologramm-Version hier auf Lothar von Ahsoka. Ja, Hologramm-Version jetzt nur vom Foto her. Aber das sieht ja eben halt ordentlicher aus, weil er war ja schon ein bisschen mit Vollbart, wenn man ihn am Ende zum ersten Mal getroffen hat. Also das ist so die saubere Version von ihm. So, zwei Figuren habe ich noch. Passt natürlich ganz gut zu Rebels, Zap. Der kommt in dieser Art Box. Ist auch eine etwas größere Figur. Obwohl ich jetzt gerade gehört habe, dass diese Boxen in der Art auch nicht mehr kommen sollen. Die sollen alle nur noch mit ja, sozusagen Blisterbox, so ähnlich wie diese hier sein, weil das kommt nicht so gut an bei den Fans. Ja, ist halt manchmal so. Ja, hier haben wir jetzt Karen Jane, Jaros Kanan. Ist sehr real gefasst, ist aber hier auf dem Bild die Rebels Bildversion. Ja, ein bisschen nach Freddie Prinze Jr., der ihn auch synchronisiert, gesichtlich für die Figur geformt. So, hier habe ich doch noch ein, oder habe ich noch ein paar Figürchen. Das kommt zur Seite. Muss aufpassen, dass ich hier nicht stolpere, weil ich habe ja noch einiges euch zu zeigen. So, hier geht es weiter mit Mandalorian Fleet Commander. Außer eben halt The Mandalorian. Hier haben wir aus Ahsoka Professor Hu Yang. Auch richtig cool, der Roboter. Ihr seht, es ist wieder voll. So, wen haben wir denn hier jetzt? Ex-Wolves, den Commander der Mandalorianer. Bevor eben halt Boba Fett ihn wieder, oder bevor Bo-Katan wieder übernommen hat. Und zuletzt, als fast letzte Figur, habe ich hier Grogu aus Mandalorian in seinem fangenden Ei. Kann man verschiedene Deckel drauf machen. Grogu noch mit seinem Kettenhemd. Richtig cool. Richtig schön cool. Und auch so ein Diorama, also so ein Ständer, dass man ihn wirklich aufstellen kann. Richtig schick. So, jetzt aber noch mal kurz zu Lego. Und zwar, das war hier mit drin im Karton, das habe ich dadurch übersehen. Hier haben wir Commander Rex in einem kleinen Set. Und ich kann euch sagen, dieses kleine Set, das gibt es regulär im Handel zu kaufen, hat ein wenig Shitstorm ausgelegt. Also hat ein bisschen Shitstorm ausgelöst, so meine ich das. Das und zwar ist das folgendermaßen. Es gibt einige größere Sets, noch ein bisschen wie diese hier, zum Jubiläum sozusagen. Und die hatten exklusive Figuren dabei. Unter anderem ein Commander Rex. Alle Figuren, bis auf Commander Rex, sind exklusiv in diesen Sets. Das heißt, die kriegt man nur, wenn man sie kauft. So. Das Set vom Commander Rex drin ist, ist auch recht teuer. Ich weiß gerade auswendig nicht, welches das war. Aber jetzt die gleiche Figur ist hier für, ich glaube, das Ding kostet 10 oder 12 Euro, rausgebracht worden. Und somit brauchte man, um diese Figur exklusiv zu bekommen, sich nur das kleine Set kaufen und nicht das große. Das hat so ein bisschen Ärger eben halt ausgelöst, weil das etwas später rauskam. Und wenn man schon exklusive Figuren hat, sagen viele Fans, dann möchte man auch exklusive Sets haben. Ja,
so hat man auch nochmal dieses kleine, das ist zu schwer, Z bekommen. Ja, cool. Jetzt kommt noch ein Star Wars Set, was ich jetzt auch nicht hier drauf stehen lassen werde, weil es ist größer. Es ist ein Buch von Das letzte Kommando. Ich muss euch das schon so zeigen. Das sind drei Figuren der Black Series. Die Black Series ist detaillierter und größer. Hierzu muss ich sagen, das letzte Kommando oder The Last Command ist der dritte Teil der Timothy Zahn Kultsaga, ne, Erben des Imperiums. Der zweite war, glaube ich, Schatten über Kors. Den habe ich jetzt gerade auch nicht drauf, aber es sind drei Bücher, die richtig gut zu lesen, haben eben halt auch ein bisschen wieder dafür gesorgt, dass der Star Wars Hype begann und das letzte Kommando war das Finale mit Mara Jade, dem bösen Juros Zeobat, den bösen Jedi-Meister, den Duke da traf, eben halt und Luke Skywalker. Das stammt aus dem Comic vom Version vom Roman und hier drin, das kann man aufmachen und da sind dann vier Black Series Figuren drin vom finalen Kampf, als sich übereinander, als sie gegeneinander kämpfen. Hier haben wir Mara Jade mit einem anderen Kopf, der so, wo sie so ein Atoman, so ein Tropentuch sozusagen über dem Kopf trägt. Wir haben Luke Skywalker zweimal. Warum zweimal? Das eine ist ein Klon von Luke Skywalker. Und dann haben wir natürlich den Joros Zeobat, den bösen Jedi-Meister. Und hat Ähnlichkeiten eben halt mit dem Imperator sozusagen. Oder ähnliche Kräfte, deswegen auch hier seine Blitzhände. Kann man auswählen. Richtig cool. Mara Jade ist, glaube ich, die einzige Figur von diesem Set, die bereits einzeln erhältlich war. Ja. Warum Luke einen Klon hatte, warum Mara Jade, welches Farbe von mir, ein Lichtschwert hat, was nicht rot ist, sondern lila, und warum Luke eben halt gegen diesen Meister kämpft, dazu müsst ihr den Roman lesen. Oder das Hörspiel, das kann ich euch auch ans Herz legen. Gibt ein richtig gutes Hörspiel dieses ganzen Buches, das ist wirklich auch nur zu empfehlen. Ja, wie gesagt, ein mega schönes Set, und ihr seht, das ist so groß, dass ich das doch erstmal vom Tisch nehme, damit ich hier gleich auch noch die Filme aufbauen kann, die ich hier neu habe. Das ist auch noch eine Kiste voll. Ja, Wahnsinn. Das sind richtig schöne Stücke. Bei Star Wars ist das ihr und Lego mir mein Bruder. Jetzt kommt noch ein Abschluss, auch von Hasbro Pulse für mich, beziehungsweise nicht von Hasbro Pulse, weil es da leider, habe ich nicht schnell genug gekriegt, da war es dann vergriffen. Ist aber auch schon vor einiger Zeit erschienen gewesen und ich habe es jetzt bekommen, vom gleichen Preis, aber ich glaube, hat so 30 Euro gekostet vom Comic Cave, glaube ich. Oder, nee. Oder Action Toys 24. Eins von beiden. Ich weiß es gar nicht, weil mein Bruder es für mich bestellt hat. Und ich habe die Rechnung nicht gesehen. Also, beides sind großartige Online-Stores und ich habe auch schon bei beiden super bestellt oder auch teilweise auch Ladengeschäfte. Auf jeden Fall, ich habe bekommen noch, und den musste ich haben, zu Transformers habe ich Wheeljack. Das ist wirklich mehr G1 Wheeljack Version von Cybertron. Ihr seht, das ist so diese Cybertron-Variante. Finde ich mega, weil das ist noch so eine exklusive Figur, die es sonst nicht gab, die wirklich von der ersten Episode ist. Deswegen ist das für mich ein Muss in der Sammlung gewesen. Mir fehlt aus dieser Reihe bisher eigentlich nur der Bumblebee. Der war schon mal veröffentlicht worden, aber hier nicht in Deutschland. Und ich hatte das auch nicht so richtig nicht mitbekommen, ist falsch gesagt. Ich habe ihn nicht bestellt gekriegt. Es war einfach schwer, ihn zu finden. Aber ich habe jetzt mitbekommen, der wird neu aufgelegt. Auch so in dieser Serie. Kommt irgendwann, wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres. Aber dann habe ich auch diese komplett. Und dann wird vielleicht nur das Seeker fehlen. Oder also die es gibt nicht so viele Figuren, die sich verwandelt haben damals auf Cybertron. Es gibt Soundwave mit Laserbeak, dann gab es noch ein paar von Starscreams Leuten, also von den Jets. Ja, und die waren halt schon als Figur in ihrem Design, wie sie später auf der Erde sind, und haben sich dann halt ein bisschen futuristisch verwandelt. Da hatte man sich ein bisschen zurückgehalten, weil sie ja nie geplant hatten, dazu Figuren rauszubringen. Ne? Wir ahnten, dass 40 Jahre später dazu Figuren rauskommen werden. Wer hat das denn geahnt? Gar keiner. So. Das war schon alles mit Toys und Comics, Mangas, Hörspiel, Star Wars pur natürlich. So, und jetzt kommen Filme und ich
hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen. Es sind einige Filme dazu und ich kann sein, dass natürlich ein, zwei Filme ich jetzt aus Versehen gegriffen habe, dass ich die noch schon mal gezeigt habe, aber das meiste wird neu sein. So habe ich bestellt, weil der ist neu rausgekommen, einen Film mit Jennifer Connelly, ein Klassiker, der in den 90ern oder so rauskam. Kevins Cousin allein im Supermarkt. Hat eigentlich nichts mit dem Titel zu tun, weil alles im Rahmen von Kevin allein zu Hause rausgebracht wurde. Sie sind nicht verwandt, aber eine nette Romanze. Eben halt, der heißt ja nicht mal Kevin, der Jim Dodge, der arbeitet im Supermarkt. Und oder versucht immer einen Job zu haben, kann sich da nicht so richtig finden, arbeitet im Supermarkt nachts als Putzfrau, allgemeine Kraft, und trifft dort sozusagen Jennifer Connelly, die sich da versteckt, weil sie Probleme zu Hause hat im Endeffekt. Und die beiden kennen sich zwar schon von früher so ein bisschen, aber hier fangen sie an, sich zu verlieben. Ja, sagen wir mal so, viele, viele gute Ideen, viele schöne Szenen, aber man hätte mehr rausmachen können. Also der Film wirkt noch nicht fertig zu Ende geschrieben. Er wirkt überall im Ansatz gut, aber hat viel zu viele Lücken und viele Unlogigkeiten, unlogische Sachen dazwischen. Na egal. So, jetzt haben wir hier Arrow, die komplette fünfte Staffel. Die fehlte mir uns auch noch. Ich hoffe, dass ich das alles so richtig habe, nicht schon mal gezeigt. Dann haben wir hier Detective D und der Pfad zur Hölle. Diese chinesische Krimiserie, Mittelalter-Fantasy, richtig klasse, kann ich auch nur ans Herz legen. Gibt ja auch 6 oder 7 Teile mittlerweile, richtig, richtig genial. So, auch Mystery, ein Klassiker, der gehört jetzt in die Sammlung, Sleepy Hollow. Wir wollten den endlich nochmal aufnehmen. So, dann 3, keine Ahnung, ob ich die schon mal gezeigt habe oder nicht, waren bei Müller gekauft worden, sozusagen in einer Aktion. Ich glaube, kaufe 3, bezahle 2, so für 15, 3 für 15 oder sowas. Ne? Oder 3 für 20, so war das, 3 für 20. Und zwar Renfield, auch ganz nette Vampirkomödie mit Nicolas Cage und Nicolas Holt, richtig lustig. Dann Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Und der momentane Abschluss der Scream-Reihe, Scream 6. Naja, es kommt noch ein neuer. Scream 7 kommt auch noch. Ist ja alles, was gut ist, wird fortgesetzt. So, weiter geht's mit Filmen. Ich glaube, das meiste kommt auch von Amazon, aber auch, nein, nicht nur. Wir haben auch, jetzt muss ich gucken, was, wo das direkt war. So, aber ich fange mal hier bis die ersten 2. Die sind von Amazon. Die waren günstig, weil es da im Prime Days war. Und zwar habe ich hier, das kann ich ja umgekehrt noch zeigen, weil ich habe ja die beide Teile. So, das ist jetzt mit Shamsha Malone, The Avengers, wie alles begann, sozusagen die Staffeln vor Emma Peel, gab es sehr günstig, deswegen glaube ich 12 oder 13 Euro endlich mal. Die waren sonst immer bei 20, 25 Euro, Teil 1, und auch hier die sozusagen Teil 2 der Box. Richtig schöne Krimi-Reihe. Auf DVD, Blu-ray gibt es die leider nicht. Ähnlich günstig war hier Looney Tunes Back in Action. Musste auch noch in die Sammlung. Ist eine richtig nette Real-Zeichentrick-Verfilmung. Nee, kann man nicht sagen. Es ist wie Roger Rabbit im Endeffekt. Also Cartoon-Figuren und Realfiguren arbeiten zusammen. Brendan Fraser, Jenna Elfman, Steve Martin. Richtig tolle Komödie. Also hat mir richtig gut gefallen. So, ein Klassiker mit Mark Dacascos. Jetzt muss ich gucken, ob das von... das war jetzt Turbine Media. Wir haben auch ein bisschen bei Play-On bestellt. Und zwar mit diesem Cover Drive. Auch ein richtig guter Actionfilm mit ihm. So. Weiter geht es. Und ich hoffe, dass ich die noch nicht gezeigt habe. Und wenn, ist es jetzt auch egal. Habe ich hier eine schöne Runde von Filmen. Und zwar Mac 2, Die Tiefe. Hier haben wir der Kinofilm Flash mit Ezra Miller. Dann habe ich hier die komplette 7. Staffel von The Flash. Auch richtig gut. Der Hauptdarsteller soll angeblich jetzt der neue Flash im neuen DC-Universum werden. Also auch für die Kinofilme, da bin ich mal gespannt. So, hier haben wir den, auch die Flash, die komplette 8. Season. Ein Klassiker, den wir so ein Bundle mitgenommen oder dann mitgenommen haben von Amazon, The Untouchables. Wollen wir mal ordentlich mal wieder gucken, und dann habe ich ihn auch bestellt mit Kevin Costner und Sean Connery. Richtig toll. Der letzte, Detektiv Conan, der 26. Film, Das schwarze U-Boot. Mega Film. Richtig schön spannend.
Auch hier gefällt mir wieder nicht, dass die eben halt so ein Öko-Papier benutzt haben. Für das Booklet ist es okay, fürs Cover bleibe ich dabei. Die letzten Filme waren schon so, bei der DVD machen sie es nicht, da ist das fast immer Hochglanz. Hier ist es so ein Mattglanz, es sieht aus wie eine Fotokopie, nix, nee, nee. Und das Wendecover fühlt sich auch nicht wie ein Wendecover immer irgendwie an. Das ist alles so ein bisschen, naja, das ist so ein bisschen das. Der Film ist großartig, an der Umsetzung können sie noch sich verbessern. Ja, so, weiter geht es und hier kommen noch ein paar schöne Highlights. Und zwar habe ich euch irgendwann mal eine DVD gezeigt, die ich Geschenke bekommen habe von in einem Überraschungspaket, und zwar von Pater Brown. Und zwar, er kann es nicht lassen. Und dann gab es noch einen zweiten Kinofilm sozusagen, Das schwarze Schaf. Und dann habe ich auf Blu-ray mir für einen Zehner, weil ich wollte den anderen Film noch sehen, zusammen beide gekauft. Und ja, die DVD verlässt mich wieder, aber die Filme sind sozusagen in meiner Sammlung geblieben. Ja, und dann kam noch Freelance mit John Cena. Ganz netter Actionfilm, kann man sich angucken. Läuft, glaube ich, irgendwann demnächst im Fernsehen oder lief schon im Fernsehen gerade. Hier seht ihr ein Klassiker, auch wenn das Cover so ein bisschen modern wirkt. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Das ist dieser richtig coole Schwarz-Weiß-Film. Eigentlich ein kultiger Film. Mich als Jules Verne-Fan und Abenteuer-Fan, richtig toller Film. Das Cover wirkt ein bisschen, naja, pseudo. Ja, dann von Disney sozusagen die Steelbooks der Serien. Wir mussten uns holen Moon Knight für die Sammlung. Das Steelbook leuchtet jetzt so ein bisschen. Dann hier Andor Staffel 1. Hat so einen geprägten Look so ein bisschen. Das Logo ist ein bisschen raus, die Figur ist ein bisschen hervorgestellt. Auch nicht schlecht. Ja, das ist ganz glatt zum Beispiel, das ist bei Moon Knight. Andor haben sie mal ein bisschen was Neues versucht. Der einzige Nachteil, da sind Postkarten drin und dieser Prägedruck hat sich so ein bisschen ausgewirkt durch Zusammenschließen auf die Postkarten, die da drin sind. Das habe ich so in Videos mitbekommen, ist nicht so schön. Ja, auch hier musste auch sein, die Staffel The Falcon and the Winter Soldier. Und auch im Steelbook. Und das ist für mich auch ein Muss für Star Wars, für mich auch eine der großartigen Serien, weil Obi-Wan und Darth Vader aufeinandertreffen und wenn Darth Vader dabei ist, es kann nur geil sein. Und Obi-Wan, auch richtig schönes Steelbook. Hier hätte ich mir echt gewünscht, dass es ähnlich ausgeprägt ist wie bei Andor, um vielleicht die Figuren Obi-Wan und Vader hervorzuheben. Das ist ein sehr, sehr schönes Artwork und die Serie muss ich echt mal wieder gucken. So, apropos Serie, wir haben jetzt hier noch zwei Sachen, die mein Brüderchen sich gekauft hat. Zwei Boxen, zwei Serien. Und zwar habe ich hier einmal die Batman-Serie auf Blu-ray. Komplett, das ist die drei Staffeln und so ein Buch dazu. Diese Krach-Boom-Bang-Serie aus den 60ern mit Adam West gab es komplett und war nicht mal für 25 Euro zu kriegen bei Amazon. Und da haben wir gesagt, komm, für den Preis nehmen wir sie in die Sammlung auf. Auch wenn ich persönlich nicht ganz so der Fan der Reihe bin. Ich habe sie viel geguckt in der Kindheit. Aber ja, für den Preis konnten wir das dann nicht liegen lassen. Und war auch günstiger, auch wenn es nicht so günstig war wie das. Ist eine Manga-Serie, Komplettserie, und zwar Cowboy Bebop in dieser Edition. Wir haben jetzt auch schon festgestellt, die ist nicht ganz komplett. Da fehlt, glaube ich, ein Film oder so, den es noch gab. Also diese alte Edition auf DVD unterscheidet sich so ein bisschen von der Blu-ray-Edition. Aber genau kann ich das jetzt auch nicht sagen, weil ich nur das grob mitbekommen habe, dass da ein paar Unterschiede sind. Ja, aber auf jeden Fall eine großartige Serie. Auch die Realserie ist recht gut. Die ist natürlich nicht da drauf, weil es bezieht sich nur auf die Zeichentrickserie. Ja, und das war's. Ihr seht, alles chaotisch zusammengestellt hier. Gleich fürs Einzelvideo wird es ein bisschen aufgesplittet noch. Aber ich wow, bin schon beeindruckt, was sich da wieder in Monaten, also ich, wie gesagt, es ist nicht so in einer Woche oder in vier Wochen, das waren schon mit Vorbestellungen ein halbes Jahr, was ihr hier seht. Ja, ist trotzdem viel, ich gebe es ja zu. Okay, Highlights, könnt ihr mitteilen, was ihr hier genial findet, was hat euch gefallen, und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt neue Pickups für die Sammlung sozusagen. Liken, teilen, abonnieren, darüber freue ich mich. Kommentieren, sage ich ja immer ganz besonders, mit euch zu sprechen, das ist immer das Schönste eigentlich danach. Oder sagen wir mal nicht zu sprechen, zu schreiben. Vielleicht mache ich mal irgendwann einen Livestream oder so, wenn genug Leute sich dafür interessieren. Könnt ihr mir auch mal reinschreiben, ob ihr Interesse habt, dass man mal so einen Talk im
YouTube-Livestream macht. Muss ich mal ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht, aber könnte lustig werden. Alles klar, dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.